Hallo zusammen, heute mache ich ein Outfit of the Day und da fangen wir auch sofort mal an. Der Look ist der 60s Look, etwas im Hippie Look und wir fangen auch sofort mal an. Ich trage diese rote Nerdbrille, die ist von Strauss. Das ist so ein Dekoladen, den gibt es eigentlich in jeder Großstadt und darauf trage ich dann ein Langarm-Shirt in so dunkelblau, das ist von Zara. So sieht das Ganze aus. Und eine dunkelblaue Hose, die ist auch von Zara. Die habe ich auch schon etwas länger. Und darauf dann etwas Schmuck noch. Zum einen diese Ankerkette, die ist von Thomas Sabo. Dann noch ein Armband. Dann wie immer meine Emporio Armani-Uhr. Ja, so viel zum Schmuck. Darauf trage ich dann diesen Gürtel, der ist von TK Maxx. Ich finde den sehr, sehr schön und den werdet ihr vielleicht auch noch finden, denn der ist jetzt noch nicht so alt. Den habe ich vor ein paar Tagen erst gekauft. Und darauf noch diese schöne Tasche, die ist im Hippie-Look. Wie gesagt, ist dieser Look im 60s-Look inspiriert. Eigentlich trage ich diese Tasche eher im Sommer, nur ich fand, die hat jetzt so gut gepasst. Die ist von der Rückseite her blau. Und ja, hier vorne ist auch dieses Blau und das Rot drin und das fand ich, hat so schön gepasst und deswegen wollte ich sie heute mal anziehen. Und darauf trage ich dann noch diese Schuhe. Diese sind von COS, das sind Flatforms, das heißt, die haben so einen Plateauabsatz. Und ich finde die sehr, sehr bequem und ja, so sehen die aus. Wird nicht jeder mögen, aber ich mag sie sehr und das war's soweit zu meinem Outfit of the Day. Jetzt sind Ferien und ich werde auch noch etwas mehr Videos wieder hochladen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr eingeschaltet habt und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!